Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Und ich habe heute eine ganz, ganz besondere Folge. Ich habe nämlich ja die Sophie dabei. Das ist eine alte Soulfood-Teilnehmerin aus dem Jahr 2019. Und Sophie hat auch einen langen Weg hinter sich mit Magersucht und auch Sportzwang. Aber das wird sie euch gleich selber erzählen. Ich werde sie ein bisschen interviewen und ihr ein paar Fragen stellen und ihr ja so ein bisschen Fragen zu ihrem Weg stellen, zu ihrer Erfahrung mit Soul Food. Und ich hoffe, dass sie ganz, ganz viele Mädels hier ansprechen kann, die sich mit ihr verbunden fühlen und sich damit identifizieren können. Also hallo Sophie, super schön, dass du da bist. Ja, hallo. Es freut mich ganz arg, dass ich heute irgendwie die Folge aufnehmen darf. Es ist so mein allererster Podcast und es ist irgendwie eine Herzensangelegenheit. Und ich freue mich ganz arg, dass ich heute erzählen darf und hoffentlich ganz arg vielen Frauen Mut machen kann und ihnen irgendwie ein Stück weiterhelfen kann. Ja. Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass du das kannst, weil du kennst es vielleicht ja noch selber, dass man sich so häufig mit dem Thema irgendwie alleine fühlt. Und es hilft einfach schon so ungemein, wenn man Geschichten sich anhört und dann auch Frauen wirklich zuhören kann, die diesen Weg gegangen sind und man sieht, hey, es gibt eine Hoffnung. Ja, also es ist nicht hoffnungslos und es gibt einen Weg daraus. Vielleicht wollen wir einfach mal damit anfangen, dass du so ein bisschen erstmal erzählst. Also an welchem Punkt hast du dich befunden? Wie lange ging das bei dir? Also erzähl einfach mal so ein bisschen über dich gerne. Ja, also alles hat eigentlich angefangen, als ich nach meinem Abi in die USA ging. Und ich hatte da eine wahnsinnig tolle Zeit, wirklich. Und mir war eigentlich aber nicht so wirklich bewusst, dass ich halt immer weniger Gewicht verloren habe in der Zeit. Und es war so Monat für Monat. Ich muss sagen, das war halt so auch so eine typisch Ami-Familie. Und mir war das Essen also einfach anders wie daheim. Und das war schon, würde ich sagen, mit einem Auslöser. Und so dann der Grund, warum ich dann eigentlich heim musste, war halt, dass ich wirklich tatsächlich sehr, sehr stark untergewichtig war. Also ich war so bei, glaube ich, 47 Kilo. Und in dem Moment, als ich innerhalb von 3 Tagen irgendwie heimfliegen musste, wurde mir eigentlich alles so wirklich bewusst und klar. Und ja, dann war ich in Deutschland und wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich mit der Zeit anfangen soll, weil ich hätte eigentlich nur 5 Monate gehabt. Und ich wusste aber auch, dass ich irgendwie heimfliegen musste, um gesund zu werden. Und ich wurde also wirklich direkt mit der Heilung irgendwie konfrontiert. Und das war halt total schwer für mich, weil ich hatte natürlich hatte ich immer mal so Trends mit Ernährung, die ich befolgt bin, Low Carb oder habe einfach darauf geachtet. Aber so wirklich, dass mich das Problem so konfrontiert hat, hatte ich wirklich nicht. Und ich war dann in Deutschland und meine Mutter so oder meine Familie so, ja, okay, Sophia, wir wollen das irgendwie schaffen und sie lassen mir aber auch den Weg offen. Und wenn es aber nicht klappt, dann ist irgendwie so die Klinik. Und dann, ja, das war so der Punkt, wo ich mir so dachte, nein, absolut nicht. Also ich hatte wirklich richtige Angst davor. Und dann habe ich wusste eigentlich immer, dass ich gesund werden will und dass ich auch wieder Gewicht zunehmen möchte. Also ich war nicht so lange da drin, vielleicht 5 Monate, sage ich mal. Aber ich wusste irgendwie nicht so wirklich wie. Das war ganz arg schwierig. Ich habe da angefangen, mich damit zu beschäftigen und zu googeln zum Beispiel und irgendwie so zu gucken, okay, was machen andere, wenn sie das Problem haben. Und aber so wirklich eine Lösung habe ich nicht gefunden. Also es war halt immer die Option mit einer Klinik, oder klar, geht zum Psychologen und genau, ja.
Und ich muss auch sagen, ich habe das alles ausprobiert. Ich war auch bei der Hypnose, aber irgendwie so ganz schlüssig war das für mich alles nicht. Und ich habe dann in der Zeit, also 2018 bis 2019, als ich im Oktober dann angefangen habe mit Soul Food, irgendwie so geguckt, okay, wie kriege ich das irgendwie selber hin? Und habe das eigentlich mit dem Essen, habe einfach wieder angefangen und habe aber gar nicht irgendwie so gemerkt, dass ich das Ganze mit Sport kompensiere. Also, dass ich habe zwar die Kontrolle über mein Essen ablegen können oder ein Stück weit loslassen, habe es einfach zugelassen zu essen, aber ich habe immer und immer mehr Sport gemacht. Und ich habe auch in der Zeit ganz viel Podcast gehört und auch gelesen und ja, einfach um zu schauen, was hilft. Und dann bin ich auf deinen Podcast aufmerksam geworden, Jackie, und habe irgendwie so verstanden, okay, eigentlich alles, was ich mache, also mit der Essstörung, versuche ich durch den Sport auszugleichen. Und das war so ein richtiger Schlüsselmoment. Und dass ich mir so gedacht habe, ich habe mir dann immer mehr Folgen angehört und dachte mir so, du sprichst mir irgendwie aus der Seele. Und das habe ich in der Zeit immer vermisst, dass es irgendjemand gibt, eine Hilfe oder eine Option oder eine Möglichkeit, die mich einfach versteht. Weil, also mal ganz ehrlich, ich glaube, dass ich davor auch niemand verstanden hat, der dieses Problem hat. Und auch rückblickend kann ich sagen, dass es ja irgendwie so ein Leben in der Blase ist und dass man nicht versteht, wenn man das selber irgendwie nicht durchmacht. Genau, und dann bin ich irgendwie auf deinen Kurs aufmerksam geworden und habe gesagt, ich probiere das auf jeden Fall aus und nutze die Chance und mal schauen, was passiert. Ja, das war eigentlich so mein Start dann mit Soul Food. Okay, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen tiefer auch einsteigen in das Thema, dass du sagst, okay, der Auslöser war vielleicht ein Stück weit auch das Essen in den USA. Aber wie war es so danach für dich? Also hast du, hast du für eine Beziehung generell zum Essen aufgebaut? Hast du dich nicht mehr getraut zu essen oder erzähl vielleicht da noch mal so ein bisschen tiefer? Also ich hatte einen ganz, also auf der einen Seite habe ich nur bestimmte Lebensmittel gegessen. Also ich habe eigentlich nur High Protein gegessen und viel Gemüse und Salat und auch sehr, sehr getaktet. Also ich habe halt immer feste Uhrzeiten gehabt, als ich gegessen habe. Und ich muss auch sagen, dadurch durch die USA, dass es halt sehr viele Lebensmittel gab, wo mir einfach nicht geschmeckt haben. Also es war halt teilweise so, dass wir 2 Wochen lang oder 3 Wochen lang Leftovers gegessen haben und die auch teilweise schon schlecht waren, ist mir wirklich vergangen im Essen. Also das muss ich ehrlich sagen. Und wenn man das halt mal 4 Wochen mitmacht, okay. Wenn man das mal 8 Wochen mitmacht, auch okay. Aber wenn man das halt mal über ein halbes Jahr mitmacht, dann will man irgendwann nicht mehr essen. Und das, finde ich, war halt auch noch so mit ein Grund, warum das eigentlich so schlimm wurde. Also ich hatte davor schon so ein bisschen die Einstellung, gesund zu essen, Porridge oder Quark oder einfach auch an meinen, also ich war davor schon im Fitnessstudio angepasst, aber das wurde einfach immer noch so restriktiver und auf ganz wenig Lebensmittel bestimmt und auch mit Ekel verbunden, muss ich wirklich sagen. Und ich bin nie satt geworden und das war halt auch so ein Grund, warum ich immer nachts in meinem Zimmer dann angefangen habe zu essen, weil wir wussten halt abends, es war so die Regel, jeder muss das essen, was auf dem Tisch ist, auch zum Frühstück gegenüber den Kindern. Und das war ich halt von daheim auch nicht gewohnt. Und dann habe ich abends ganz wenig eigentlich gegessen, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat. Und dann nachts habe ich so richtig Hunger und Fressanfälle bekommen auch. Und das war halt auch so zum ersten Mal der Punkt, als ich einfach angefangen habe, nachts zu essen. Und dadurch hat sich ein ganz anderer Rhythmus entwickelt. Also irgendwann habe ich dann mein Frühstück geskippt und habe dann einfach ja erst nachmittags oder mittags angefangen. Und ja, und als mir eigentlich so bewusst wurde, dass ich eigentlich auch so wenig wieg, habe ich so richtig typisch American Candy nur noch gegessen. Also ich habe einfach versucht, alles in mich reinzustopfen. Und meine Gastfamilie hat es dann auch angefangen mit so Mahlzeiten aus Schatzshakes aus der Apotheke und ja, ganz verrückt. Also ein ganz schlimmes Verhalten zu meinem Essen, muss ich auch sagen. Und natürlich, als ich dann in Deutschland war, war das nicht sofort wieder weg. Also ich konnte zum Beispiel überhaupt nicht sehen, also ich bin ja wieder eingezogen bei meinen Eltern, dass die zum Beispiel Schokolade oder Pesto oder Nüsse im Kühlschrank haben. Also ich habe richtig
danach gesuchtet. Also sobald ich sowas gesehen habe, habe ich alles aufessen wollen. Ja, und das hat mich aber auch so richtig sauer gemacht und ich konnte das einfach nicht sehen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich eine Tafel Schokolade gesehen habe, habe ich angefangen zu heulen und habe das genommen und habe das in den Schrank eingeschlossen. Also es war ganz komisch, ja. Wie war das damals mit deiner Gastfamilie? Haben die gemerkt, dass was mit dir nicht okay ist? Oder wann haben sie es gemerkt? Also ich hatte eine beste Freundin und bei der war ich halt immer am Wochenende. Und die Familie hat immer für mich gekocht, also schon Freitagabend und immer auch das, was mir schmeckt. Und also die Gastmutter hat mich auch darauf eigentlich angesprochen, hey Sophia, mit dir stimmt eigentlich was nicht. Und meine Gastfamilie selber aber wirklich nie. Und ich hatte halt auch noch am Ende ein Norovirus. Und das war auch so der Grund, als ich beim Arzt dann war, als ich zusammenbrach, als meine Gastmutter es eigentlich so gecheckt hat, was eigentlich Sache ist. Aber so eigentlich, was sich Sache ist, also dass ich weniger esse oder so, nie eigentlich. Nee. Okay. Und diese Fressanfälle, von denen du erzählt hast, hast du dir die Sachen dann tagsüber besorgt und dann heimlich hinterher den Abfall wieder weggebracht oder wie kann man sich das vorstellen? Also tatsächlich in den USA, das war eine Speisekammer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da war halt alles einfach da. Und in Deutschland war es auch einfach da. Also ich habe mir die wirklich nie bewusst gekauft. Also so dieses, dass ich jetzt in den Supermarkt bin und alles gekauft habe, war nie der Fall. Aber ich habe halt einfach alles das, was daheim war. Und deswegen konnte ich das auch, weil ich war in dem Moment schon immer in dem Zwiespalt so, okay, ich kaufe es nicht, damit es nicht daheim ist. Und deswegen konnte ich es auch nicht sehen, wenn es daheim war. Ich hatte immer das Gefühl, also ich wollte, das Problem war auch, dass ich halt wieder daheim eingezogen bin und nicht so mein eigenes Leben führen kann. Und deswegen konnte ich es nicht sehen und ich wollte auch nicht, dass meine Eltern das zum Beispiel essen. Und ja. Okay. Und wenn du sagst, dass damals die Mutter von deiner besten Freundin das gemerkt hat, woran hat sie das gemerkt? Also einfach auch, dass ich natürlich meine Portionsgrößen wurden immer weniger und auch, dass ich halt erst zu Mittag gegessen habe, also nicht wirklich gefrühstückt habe und ich einfach viel zu dünn war. Also man hat es mir einfach angesehen und sie hat es dann auch zu mir gesagt und hat mich darauf angesprochen und ich so, hä, nee, es ist doch alles okay. Aber eigentlich hat sie mich so wirklich wachgerüttelt. Und heute. Sorry. Das heißt, du hast es da selber noch gar nicht gesehen, wirklich. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass ich Gewicht verloren habe, ganz klar. Und ich fand es auch schön, muss ich ehrlich sagen, weil man hat so zum ersten Mal meine Bauchmuskeln gesehen und das war immer so ein großes Ziel von mir. Aber dass mir bewusst war, ich habe irgendwie ein Essproblem, nicht wirklich, nee. Okay. Und was waren deine Gedanken dabei, dass du zum Beispiel da nicht gefrühstückt hast? Also es war viel mit Disziplin verbunden, aber auch weil ich ganz viel nachts gegessen habe. Ich hatte auch teilweise einfach keinen Hunger morgens. Und es war aber auch diese zwanghafte Situation, dass ich wieder mit meiner Familie am Tisch war und es gab nur Toast und Eggs. Und das war was, wo ich nicht wollte, aber ich wusste auch, ich kann nichts anderes essen. Und oft bin ich dann, habe ich dann länger geschlafen und habe das dann halt, bin der Situation so umgangen. Ja. Okay, das heißt, du hast eigentlich in den USA irgendwie ein verqueres Gefühl auch zum Essen aufgebaut, was du dann im Prinzip auch mit nach Hause genommen hast. Na, Ja. wie sah das dann zu Hause aus? Wie ging das dann weiter? Also ich konnte, also ich habe diesen Tag, der Tagesrhythmus wurde eigentlich immer schlimmer, sag ich mal. Ich habe eigentlich gar nicht mehr gefrühstückt irgendwann und auch gar nicht mehr Mittag gegessen, sondern erst so um 3 meinen ersten Snack, sage ich mal, und da auch keine richtige Mahlzeit, sondern nur ein Eiweißriegel. Was ich aber auch sage, das war auch, finde ich, dass es mit der USA zusammenhing, weil das war immer der Snack, den ich in meinem Zimmer parat hatte.
Und ich konnte auch nie wirklich Mahlzeiten essen mit meiner Familie. Also das ging überhaupt nicht. Ich konnte auch nicht, dass meine Eltern mit am Tisch saßen. Also komischerweise, mein Freund, der war der Einzige, bei dem das irgendwie funktioniert hat. Aber meine Eltern, ich hatte immer Angst irgendwie. Und ich wollte nicht, dass es Essen, was sie essen. Und ich wollte aber auch nicht sehen, wie besorgt sie sind. Und deswegen haben wir gar nicht mehr zusammen gegessen. Und ja. Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Also meine Eltern waren eigentlich immer offen und haben gesagt, sie lassen mich alles machen, was ich will und wie es für mich am besten anfühlt. Also ich habe schon immer darüber ganz gut sprechen können. Das war ein Vorteil und auch meinen Eltern gegenüber. Also dass ich einfach zu ihnen sage, hey Mama oder Papa, ich kann nicht mit euch essen. Das fällt mir so unglaublich schwer. Und bevor ihr mich so sehen müsst, lasst mich lieber allein essen. Und die haben das schon akzeptiert, aber es war richtig schwer auch für sie, weil ich habe noch einen Bruder und habe immer gewusst, die drei essen unten gerade zusammen und ich bin oben und kann irgendwie nicht mitessen. Und konnte aber auch nicht erklären, warum ich es nicht kann. Also meine Eltern hätten nie zu mir gesagt, Sophia, du darfst nicht das essen, was du möchtest. Du musst ja nicht das essen, was auf dem Tisch steht. Aber ich konnte es einfach nicht, ja. Also das heißt, als du in die USA gegangen bist, davor hattest du noch ein normales Essverhalten und dann bist du sozusagen wiedergekommen und dann haben deine Eltern beobachtet, wie du Angst vorm Essen eigentlich bekommen hast. Also ich sag mal, normal war mein Essverhalten davor auch nicht richtig. Also ich habe nämlich angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen und dann bin ich nämlich in die Low-Carb-Schiene gekommen. Und so habe ich mir halt immer, also ich habe immer mehr Salat gegessen oder einfach die Kartoffel und den Reis weggelassen. Also ich habe schon immer so ein bisschen meine separaten Mahlzeiten davor gehabt, aber ich habe wenigstens noch mit ihnen zusammen gegessen, zum Beispiel abends. Genau, ja. Okay. Und das wurde dann halt extremer und verschlimmert und dass wir gar nicht mehr zusammengefunden haben. Und dann hast du erzählt, dass deine Mutter dich auch so ein bisschen ermutigt hat, dir Hilfe zu suchen. Ist das richtig? Und dann mal in Kliniken und so zu gucken. Hast du dich damit auseinandergesetzt? Also war das jemals ein Schritt für dich oder eine Option? Oder warum hast du gesagt, so, nee, das fühlt sich falsch an? Also tatsächlich, klar, ich habe geguckt, ich habe auch geschaut, wo sind die nächsten Kliniken, was bieten die so an. Aber es so wirklich, also ich habe mir das angeschaut und dachte mir so, nee, ich hatte so eine Angst, dass ich einfach dahin gehe. Ich bin alleine, ich werde so irgendwie völlig aus dem Alltag rausgerissen und ich muss gehe dahin und muss einfach, hab immer einen Teller vor mir gesehen und muss den leer essen. Und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann toll. Und dann habe ich Gewicht zugenommen und dann darf ich die Klinik wieder verlassen. Und das war für mich erst einmal was eine Angst. Einfach, ich glaube, jede Person, die im Untergewicht ist oder auch in Magersucht, weiß, welche Angst damit verbunden ist, wenn man einfach ganz viel essen muss, was man nicht will. Und vor allem mit diesem Zwang, einfach ganz viel zuzunehmen. Und dann ist ja alles so geheilt. Und das war irgendwie nie eine Option für mich persönlich. Aber auch, weil ich zum Beispiel auch also Personen kenne, Mädels, die schon 4, 5, 6 Mal dort waren und es immer wieder in dasselbe Muster zurückfallen. Also die einfach hingehen, ihr Gewicht dann erreichen, wieder entlassen werden und dann aber die sich das daheim einfach wieder zurückentwickelt, sage ich mal, und dann wieder hin müssen. Und ich fand es einfach grausam. Ja. Hast du damals zu dem Zeitpunkt schon verstanden, dass das eine tiefere Ursache hatte? Nee. Also ich habe so gedacht, okay, das ist halt so eine Krankheit, die man hat und das wird schon wieder irgendwie weggehen. Also die Einstellung hatte ich ja auch, weil ich wusste, okay, jetzt esse ich halt ein bisschen mehr. Aber dass es so tiefe Wurzeln hat und dass damit so viel verbunden ist und auch so viel Arbeit, hätte ich nie, nie gedacht. Ja. Hast du das dann zwischendurch mal probiert, wenn du sagst, du hast gedacht, du kannst einfach wieder anfangen zu essen? Ja, also ich habe so gedacht, okay, jetzt bin ich hier, ich schaffe das irgendwie allein, ich mache das, das bekomme ich hin, ich gebe dem jetzt ein bisschen Zeit und dann altes Leben wieder zurück. So wollte ich das immer ein bisschen. Und wie gesagt, das hat dann ja eigentlich damit geendet, dass ich eigentlich noch viel mehr Sport gemacht habe und mich
mit dem dann so, also wenn ich gegessen habe, bin ich zum Sport, dass man das so ein bisschen ausgleicht. Und ja, also ich habe es versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich bin auch zum Beispiel zur Hypnose gegangen, weil ich schon dachte, vielleicht es hat was mit dem Unterbewusstsein zu tun. Aber das war auch nicht das Wahre, also ganz ehrlich. Ja. Muss es ja auch immer so ein bisschen was umprogrammieren eigentlich von etwas, was eigentlich gehört werden möchte, ne? Also ich bin auch nicht so der Fan davon. Aber ich denke immer, das drückt sich dann spätestens irgendwie irgendwo anders dann wieder aus. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz in das Thema Sport einsteigen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bei dir dann sehr, sehr starker Zwang war. Ich kann mich an so 4 Stunden am Tag ungefähr erinnern. Möchtest du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Ja, also es war so, ich hatte natürlich unglaublich viel Zeit auch. Und ich wusste eigentlich nicht auch wirklich, was ich mit der Zeit anfangen soll hier in Deutschland. Und dann bin ich halt ins Fitnessstudio gegangen und aus einer Stunde wurden halt 2 und dann aus 2 wurden 3. Und dann war ich irgendwann mal an einem Punkt und ich habe 3 Stunden lang Cardio gemacht. Und ich war immer noch nicht ausgepowert und oft noch 1 Stunde danach Kraft. Und ich habe mich immer mehr gesteigert und gepusht. Und eigentlich völlig verrückt. Also ich kann, also es ist so ein Ding, dass ich immer noch mehr und noch mehr und noch mehr gemacht habe. Und das mich selber richtig, also richtig zufriedengestellt hat. Ich hatte immer das Gefühl, das macht mich glücklich. Wenn ich so und so viel geleistet habe und so viel trainiert habe und wahnsinnig toll, wenn man so viel Stärke hat, sage ich mal, ja, und so viel leisten kann. Genau. Wenn du mal keinen Sport machen konntest? Also mir ist ganz arg schwer gefallen, überhaupt mal einen Tag Rest Day zu machen. Also es gab teilweise Tage, ich habe wochenlang durchtrainiert. Und jetzt im Nachhinein finde ich es auch verrückt, was mein Körper eigentlich geleistet hat und wie er eigentlich funktioniert hat. Es gab, also ich war schon erschöpft, aber so richtig, ehrlich gesagt, nicht. Und also ich habe keine Pause gemacht, weil ich es mir gar nicht vorstellen konnte. Ich hatte irgendwie so eine Routine und ich hatte so Angst vor Veränderungen, dass ich jeden Tag irgendwie den gleichen Tag leben wollte und genauso viel auch im Sport erreichen wollte, wie ich es gestern gemacht habe. Und ein Rest Day war für mich immer mit, oh, ich kann nicht daheim rumsitzen, ich muss aktiv sein, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Ja. Gab es mal Momente, wo aus welchem Grund auch immer du dann doch nicht gegangen bist? Also mit welchen Emotionen warst du dann konfrontiert? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich immer gegangen. Ich habe mich halt gezwungen, dahin zu gehen, auch wenn ich nicht konnte. Ich wusste nämlich, danach geht es mir einfach besser. Und danach habe ich so ein bisschen das Gefühl irgendwie vertröstet, sage ich mal. Also ich, und wenn es nicht ging, dann habe ich einfach nur geweint. Okay. Haben diese Phase, wie haben da deine Eltern drauf reagiert? Also jeder hat immer zu mir gesagt, Sophia, mach das nicht. Mach nicht so viel. Was machst du so viel Sport? Und sie haben mich gehen lassen. Also sie haben nie gesagt, Sophia, bleib jetzt. Also meine Mutter hat immer gesagt, komm, wir machen jetzt was zusammen. Die hat sich richtig, richtig bemüht, dass ich einfach irgendwie was machen konnte in der Zeit. Weil oft, ich konnte mich irgendwie nicht selber beschäftigen. Ich konnte nicht allein sein. Ich musste irgendwie immer jemand um mich rum haben oder irgendwas. Ja, mein Wissen, was mache ich jetzt in der Stunde? Und die haben dann, also sie hat vor allem versucht, wir gehen jetzt einkaufen oder wir machen jetzt das oder wir gehen mal zusammen spazieren. Und sie hat, also es war auch oft so, dass ich im Studio war und mir so gedacht habe, ich will einfach nur heim. Und oft, wenn das halt auch so war, dann habe ich ihr geschrieben und sie meinte immer so, Sophia, komm heim, komm, wir machen das und brech ab. Es hat doch keinen Sinn. Was machst du hier? Ja. Ja, auch eine ganz schwierige Situation für die Eltern immer, ne? Also ich fand es super schön, vielleicht kleiner Einschub nur,
die Nachricht auch von deiner Mutter, im Prinzip die Botschaft, die sie mir gegeben hat, fand ich so schön, weil ich glaube, dass gerade Eltern oder auch Bezugspersonen und Menschen, die einem nahestehen, die sind halt ganz häufig einfach sehr hilflos und sehen, irgendwas stimmt nicht, aber trotzdem sind halt irgendwie die Hände gebunden. Ja, und ja. Ich habe, also ich spreche auch jetzt oft noch mit meiner Mutter drüber und sie erzählt mir halt auch oft, was sie in der Situation gefühlt und gedacht hat. Also wie oft sie auch wirklich am Verzweifeln war und selber nicht mehr konnte. Und erst jetzt wird mir auch bewusst, dass ich eigentlich meinen Eltern auch sozusagen ein bisschen angetan habe mit dem Ganzen und was das eigentlich bedeutet, wenn, also ich kann es mir schlecht vorstellen, wenn es meine Tochter wäre oder eine Person, die ich ganz arg liebe und die das irgendwie durchmacht und mir aber nicht helfen kann. Also sie konnte mir die Hilfe ja nicht bieten irgendwie. Oder auch mein Vater oder auch mein Freund zum Beispiel. Wie war das für dich, als du hast gesagt, du bist dann auch, hast angefangen, Podcasts zu hören und so weiter. Wie war das für dich, als du wirklich verstanden hast, okay, das steckt ein bisschen mehr dahinter als einfach Sport oder gerade ja, ein komisches Verhältnis zum Essen aufgebaut zu haben? Also es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil mich das einfach interessiert hat auch. Und ich wusste irgendwie immer, es ist das Unterbewusstsein. Und auch, dass es damit was zu tun hat. Und ich wusste auch, wenn ich das irgendwie beruhige, dann vielleicht schaffe ich das dann in der Umsetzung. Und ich habe ja dann die Podcast-Folgen von dir angehört und das war für mich alles so schlüssig irgendwie. Also irgendwie hat alles Sinn ergeben für mich. Und ich bin eine Person, wenn ich weiß, ergibt Sinn und es ist logisch für mich, dann ja, irgendwie, ich weiß, ich kann es gar nicht erzählen, also wenn es halt kein Hokuspokus ist, sag ich mal. Und das war auch so der Grund damit, okay, es steckt viel, viel mehr dahinter und es macht auch Sinn, was dahinter steckt. Ja. Hattest du jemals Angst davor, da einzutauchen oder war das mehr so, okay, ich möchte alles wissen, was da drin steckt oder dahinter steckt? Also ich hatte eigentlich nie Angst davor. Ich war wirklich nur gespannt darauf und fand es verrückt, was alles im Kopf mental abgeht. Und ich wusste ja auch immer, und das war immer so ein bisschen ein Punkt, das, was ich gemacht habe, mein Verhalten, mir war immer klar, dass es nicht zum Ziel führt und dass es keinen Sinn macht und dass es schlecht für mich ist. Aber dieses wirklich umzusetzen, das konnte ich nie und das war ein Zwiespalt für mich, weil ich wusste, auf der einen Seite, was mache ich mit meinem Körper, was tue ich ihm an, aber auf der anderen Seite, ich kann es irgendwie nicht bewältigen irgendwie. Ich kann dagegen nichts tun und das hat mir auch immer gezeigt, dass es dazwischen irgendwie was gibt, was es blockiert, sage ich mal. So habe ich mir das immer vorgestellt. Ja, und dass es das ist, was ich irgendwie lösen muss. Ja. Okay, jetzt vielleicht mal eine schwierige Frage, weil es so viele Themen sind, aber was würdest du sagen, was sind so deine größten Erkenntnisse auf dem Weg gewesen, gerade so mit Soul Food und die Aufarbeitung der Themen etc.? Also vor allem die ersten Wochen, als wir wirklich an den Ursprung zurückgehen, da war für mich irgendwie alles so, okay, es macht irgendwie Sinn und ich habe auch verstanden, warum wollte ich eigentlich in die USA und warum hat sich daraus irgendwie so alles entwickelt. Also ich wollte eigentlich eine coole Zeit nach dem Abi und wollte richtig glücklich sein und wollte so das Leben meiner Träume leben und das wurde mir da drüben irgendwie nicht erfüllt. Und ich habe immer so gehofft auf so einen Tag X, in dem ich wirklich glücklich bin, in dem ich alles erreicht habe, ob es alle körperlichen Ziele. Und auch durch dich vor allem habe ich gelernt, Tag X gibt es nie. Und als ich irgendwie gelernt habe, das streiche ich jetzt komplett und ich kann jeden Tag so leben, wie ich eigentlich möchte und bestimme selber über mich, hat sich richtig viel getan, fand ich. Also so, das war somit die größte Erkenntnis und auch wieder den Ursprung, als ich verstand und es für mich Sinn ergeben hat, als es alles logisch war, so diese, meine Verhaltensschemata, sag ich mal, die ich entwickelt habe. Mhm. Und als ich die verstanden habe und auch so, dass ich halt
sag ich mal, mein Körper irgendwie, dass der sich einfach verändert. Also ich kann nicht mehr so aussehen, wie ich einfach mal ausgesehen habe. Und für mich war es auch zum Beispiel ganz arg wichtig, dass zum Beispiel eine Form, die eine Bodybuilderin hat oder eine Wettkampfathletin, dass es einfach nicht gesund ist und dass es nie ein Dauerzustand ist. Und das dachte ich aber davor immer. Ich dachte immer, man sieht die ganze Zeit perfekt aus. Und so ist es einfach nicht. Kann ich jetzt sagen. Und wie war der Prozess dann für dich? Vielleicht magst du die Mädels da auch noch mal so ein bisschen mit einbinden. Ja, also der Prozess war natürlich schwer, sage ich mal. Das war einfach kein einfacher Weg. Und auch ich, es gab Tage da, es war ganz arg schwer für mich zu essen und keinen Sport zu machen. Also ich habe mal angefangen, dann ein Restday zu machen, wenigstens. Und selbst da ging es mir ganz arg schlecht. Also das war schon eine große Herausforderung. Aber als es dann halt in dem Kurs auch ich mehr damit lernte, irgendwie, was soll ich überhaupt mit meiner Zeit anfangen, habe ich einfach versucht, das jetzt mal umzusetzen. Und habe eigentlich gemerkt, wie sehr mir die Ruhe gut tut und wie sehr ich mich aber auch danach sehne. Also ja, und auch lustig, ich habe das Journal manchmal noch mal durchgelesen, also jetzt gerade, und ich schreibe eigentlich jeden Tag, ich sehne mich nach der Ruhe. Und an den Tagen, als ich mir die Ruhe gegönnt habe, war ich irgendwie richtig glücklich, sage ich mal. Und also ich habe angefangen, Stück für Stück mal Restdays einzubauen, mal mehr zu essen. Ich habe irgendwie gelernt oder sag mir bewusst gemacht, was emotionales Essen bedeutet. Ich habe das zugelassen, sage ich mal. Ich wusste irgendwie immer, okay, ich esse jetzt einfach ganz viel Schokolade. Und irgendwann habe ich keine Lust mehr drauf. Also ich erhoffte mir das irgendwie immer. Und von dem her habe ich das einfach gemacht. Und am Anfang habe ich mich am nächsten Tag noch verurteilt dafür und habe mich richtig schlecht gefühlt. Aber auch irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich brauche das nicht mehr. Ich esse das jetzt einfach und ich muss mich nicht mehr schlecht dafür fühlen. Und je mehr ich das zugelassen habe, umso weniger habe ich auch mich nach irgendwelchen Lebensmitteln gesuchtet, sage ich mal, und wollte das eigentlich gar nicht mehr. Ja. Und Und erzähl gerne. Nee, Du hast gesagt, dass so die Selbstverurteilung auch so Step by Step weniger wurde. Ne? War das, wie bist du damit umgegangen? Also wie bist du da hingekommen? Weil das ist ja etwas, was sehr, sehr stark ist, wenn du in diesem Zwang bist, sowohl beim Sport als auch beim Essen. Also, ich ehrlich gesagt, wie es ging, weiß ich gar nicht mehr so wirklich. Ich habe einfach die Einstellung gehabt, okay, ich lasse das jetzt alles zu und es ist auch mal okay zu heulen. Aber ich habe auch irgendwann gelernt, es bringt nichts zu heulen. Also immer so, ich habe dann immer gesagt, raff dich. Also was bringt es dir in dem Moment? Jetzt mach einfach das Beste aus der Situation und verurteile dich doch dafür nicht. Und da hat mir aber auch Soulfood geholfen, dass ich einfach gelernt habe, meine Stärken in einer ganz anderen Art und Weise zu entdecken, sag ich mal. Und ich habe so spannende Themen kennengelernt oder habe angefangen zu journalen oder zu meditieren oder habe auch gelernt, okay, in der Zeit zum Beispiel, ich hatte ganz andere Haare davor und je mehr ich halt in diesem Recover-Prozess nach vorne gekommen bin, sage ich mal, umso schönere Haare habe ich bekommen. Und solche Fortschritte habe ich mir halt immer wieder notiert. Und immer weniger wurde eigentlich die Verurteilung gegenüber mir selber. Und ich habe mir immer gedacht, du hast so viel für deinen Körper dagegen gearbeitet und er hat dich nie im Stich gelassen. Und warum bist du so schlecht zu ihm? Und das habe ich habe mir das immer wieder bewusst gemacht und auch immer wieder Sachen aufgeschrieben. Und mir die immer wieder durchgelesen und mir immer gedacht, bau dein Mindset auch ein bisschen auf. So, und das hat mir schon geholfen, mich nicht mehr so zu verurteilen, weil ich irgendwann gemerkt habe, es ist nicht wert. Also ich darf doch der Mensch sein, der ich einfach bin. Ja. Sehr schön. Du hast auch, ich fand es sehr spannend, dass du gesagt hast, du konntest vorher so gar nichts mit dir anfangen und wusstest irgendwie gar nicht, wenn du alleine bist, was soll ich jetzt machen und musstest irgendwie immer Beschäftigung haben. Wie war das, als du dich so die ersten Male so wirklich mit dir beschäftigt hast und das zugelassen hast?
Also auf jeden Fall sehr spannend. Ja, wie schon gesagt, also was alles dahinter steckt und was es eigentlich auch für Themen gibt, also was das Ganze mit mir, meiner Vergangenheit auch zu tun hat und mit der Beziehung zu meinen Eltern zum Beispiel und auch mit meinem eigenen Charakter. Was hast du noch mal gefragt? Ich hatte gefragt, ob das im Prinzip, wie es für dich war, wenn du gesagt hast, davor wusstest du nie so richtig, was du mit dir anfangen sollst und du konntest nicht allein sein, dass du jetzt plötzlich dir sogar diese Zeit mit dir eingeräumt hast. Ja, also und dann, also ich konnte zum Beispiel auch nie meditieren oder Yoga machen. Das war immer eine Challenge und ich habe es auch oft angemacht und habe es wieder ausgemacht. Und ja, aber irgendwann, ich habe es einfach immer wieder versucht und habe nicht nachgelassen. Und dann habe ich gemerkt, es war auch immer so ein Grund, ich musste immer aktiv sein, aber auch weil ich dieses sportliche Ziel auch hatte und ich konnte nicht einfach mal zur Ruhe kommen. Ich bin morgens aufgestanden bis abends durchgepowert. Und je mehr ich das irgendwie eingebaut habe, Stück für Stück, auch abends habe ich immer versucht, jetzt meine halbe Stunde gar nichts mehr zu machen. Ja, ist es immer besser geworden. Und auch in den Zeiten, ich hatte auch immer so ein bisschen Angst, dass es, wenn ich jetzt Langeweile habe, dann fange ich wieder an zu essen, weil ich habe halt immer auch an Essen irgendwie gedacht. So was esse ich als nächstes. Es hat sich alles darum irgendwie gedreht. Und ich wollte immer irgendwie die Gedanken versuchen zu verschwinden zu lassen, indem ich mich einfach irgendwie beschäftige. Und wenn ich mir gedacht habe, okay, jetzt weiß ich nicht, was ich mit mir anfangen soll mit der Zeit, dann hatte ich einfach Angst auch davor. Oder dass ich jetzt einfach esse die ganze Zeit lang, weil es mir einfach langweilig war. Ja. Ja, genau da wollte ich nämlich eigentlich nochmal reinbohren, weil ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz vielen Frauen so geht, dieses dauerhaft aktiv sein müssen, dauerhaft irgendwie Leistung bringen und die Beziehung zu uns selber, die ist ja sehr häufig so gar nicht vorhanden, ne? Dieses, ich pflege die Beziehung mit mir selber und ich fühle rein und was braucht meine Seele, was braucht mein Körper. Deswegen finde ich es ganz spannend, da bei dir nochmal reinzuhören, weil ich kann mich auch noch gut daran erinnern, so in dem Prozess selber, dass es halt auch nicht leicht für dich war, das loszulassen. Ne? Und ich finde es immer ganz wichtig, immer zu betonen, es sind halt die kleinen Schritte, die wir machen. Es ist ein Prozess und es ist so Step by Step nach vorne gehen und immer wieder ein Stück weit loslassen und ein Stück weit die Dinge einbauen, die einem gut tun. Und dann natürlich auch die Aufarbeitung der Themen, die einfach gehört werden wollen, in Meditation, Journaling und ja, sehr, sehr schön. Ja, möchtest du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie hat sich dann deine Beziehung zu deinem Körper verändert? Ja, also es war so, dass ich mich nach der USA, ich habe mich nie mehr gewogen. Also die Waage war auch wirklich kein Problem bei mir. Und natürlich, ich habe mich immer im Spiegel angeschaut, okay, wie sieht mein Bauch aus zum Beispiel? Das war immer so wichtig bei mir. Und wie viel habe ich gegessen? Und danach gleich wird das geschaut, sage ich mal. Und auch durch den Prozess, also ich wusste auch, ich muss einfach wieder mehr essen und mein Körper wird sich verändern, weil mein Stoffwechsel, also einfach mein Körper, je mehr, also irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich einfach fast gar nichts mehr gegessen habe und immer mehr Sport gemacht habe und meine Figur sich aber nicht mehr verändert hat. Und es war auch so, wo ich es realisiert habe, okay, es macht einfach keinen Sinn mehr, was du aktuell machst. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dich einmal gefragt habe, aber als du gesagt hast, okay, man muss das einfach mal durchgehen, den Schritt und das mal ein halbes Jahr lang akzeptieren und da auch zunehmen, aber irgendwann pendelt sich dein Körper und dein Gewicht ein und ist dann so die Balance wurde irgendwie gefunden. Und ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie dieses halbe Jahr irgendwie schaffen. Also das war eine Challenge. Und aber irgendwann, und ich habe mir das immer so richtig, richtig schlimm vorgestellt, die Zeit. Aber irgendwann habe ich gar nicht bemerkt, dass es so schleichend einfach passiert und dass ich immer mehr loslassen kann, aber dass sich mein Körper auch verändert. Und wenn ich mich heute angucke, dann, also ich habe halt so, früher ist mir immer das aufgefallen, was ich mir nicht gefallen hat. Und heute ist es so, okay, das ist jetzt einfach meine Figur. Es ist mir eigentlich, also es macht mir nichts mehr aus, wenn ich in den Spiegel schaue und einfach weiß, ich habe ein paar Kilo mehr, weil
ich weiß, dein Körper verändert sich. Und die Zeit, die ich mal hatte, auch wo ich so richtig definiert war, ich will die einfach nicht mehr. Ich habe die durchlaufen, aber ich wünsche es mir einfach nicht mehr zurück, weil ich ganz genau weiß, wie es mir dabei ging. Und deswegen, finde ich, kann ich meinen Körper nicht mehr dafür verurteilen. Ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich aktuell immer noch ein bisschen das Ziel, sogar noch mehr zuzunehmen, um einfach auch Prozesse wie zum Beispiel meine Periode wiederzubekommen. Und auch das ist ein Schritt, den ich aktuell gehe, den ich aber mich noch nie wirklich getraut habe davor. Und ich weiß so, okay, ich muss das jetzt zulassen. Mein Körper wird wieder noch mehr zunehmen, aber ich mache das alles aus einem guten Grund. Und ja, das finde ich irgendwie schön, dass ich mich dafür nicht mehr verurteile und dass ich nicht mehr immer in den Spiegel gucke und irgendwie meine Muskeln suche, sage ich jetzt mal, sondern wenn sie da sind, dann sind sie da, sage ich, ist ja auch ernährungsabhängig, aber ich esse halt trotzdem, sage ich mal, Kohlenhydrate, weil es mir einfach schmeckt, weil es mir gut tut und weil es mich glücklich macht. Ja. Das finde ich super, super schön, dass du das nur noch mal so angesprochen hast, weil das ist ja eigentlich einer der größten Ängste, ja, von ganz, ganz vielen, auch die mit Soulfood starten, dass sie wirklich denken, okay, wenn ich jetzt Kontrolle loslasse und ich durchlaufe vielleicht auch einen Prozess, wo ich ein bisschen zunehmen werde, wenn ich an einem Punkt mich befunden habe, wo ich einfach zu wenig gegessen habe, dann geht es mir super schlecht. Ja, das ist ja mit uns so und bei uns so unfassbar verbunden mit Zunahme gleich unglücklich sein. Ja, aber dass es eigentlich genau das Gegenteil ist, dass das Loslassen eigentlich das Ziel ist und dass der Körper sich dann ganz automatisch wieder einpendelt, das wirklich zu greifen und zuzulassen, das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele eine Challenge. Und ja, deswegen finde ich es super schön, dass du das nochmal ansprichst und halt auch nochmal betonst, wie gut sich das einfach anfühlt, dem Körper auch da wieder das zu geben, was er einfach braucht und darauf zu vertrauen, dass ja, er im Endeffekt auch alles wieder loslassen wird und sich einpendelt da, wo er sich im Prinzip wohlfühlt. Ja. Und auch wollte ich auch nochmal sagen, auch schön, dass du hier nochmal betonst, dass halt auch dieser Körper, den wir halt gerne mal so auf Instagram sehen mit Sixpack und Athleten und keine Ahnung, das ist halt kein normaler Zustand einfach ist, ne? Und dass wir hier auch so ein bisschen ein verqueres Bild einfach aufgebaut haben von einem normalen, weiblichen, schönen Körper. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe in der Zeit auch versucht, irgendwie die Accounts, also auf Instagram zu entfolgen, wo ich merkte, okay, ich konnte irgendwann ein ganz gutes Bild entwickeln. Es gab Influencerinnen oder, ja, ich will die gar nicht verurteilen, aber die haben einfach jeden Tag im Bauch gepostet und das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, ich muss den jetzt entfolgen, weil das bringt mich irgendwie nicht weiter. Und jetzt habe ich irgendwie, das freut mich auch irgendwie, ein gutes Verhältnis, dass ich weiß, okay, ich folge den Athletinnen noch und ich finde es, ich habe auch den größten Respekt davor, aber ich weiß ganz genau, dass bei denen auch nicht alles heile Welt ist, weil es jede Frau einfach, die solche Probleme hat, im gleichen Prozess steckt. Und das auch, ich bin mir sicher, dass jemand, der eine Topfigur hat, auch nicht zu 100% zu glücklich ist. Und ich kann das irgendwie betrachten, dass ich finde es schön und ich finde es auch, ja, toll, was die machen, aber ich will das einfach gar nicht mehr. Und ich hatte davor immer das Gefühl, ich will so und so aussehen. Ich habe mich immer verglichen und das konnte ich irgendwie auch ablegen, ja. Auch das ist so schön, weil ich finde gerade die ganze Fitness-Szene, sage ich mal, auch bei Instagram und im Influencer-Bereich, wo ich mich ja selber früher zugezählt habe, das ist halt immer noch etwas, was, wo wir gerne so hin oder wo so hinaufgeguckt wird und das Ganze so ein bisschen als Vorbild genommen wird. Und wir wissen ja eigentlich, dass es eine andere Form von Essstörung einfach ist, nur kompensiert. Und ich finde, das darf sich auch ein bisschen weit lösen, diesen Blick, den wir darauf haben, dass das total erstrebenswert ist, ne? Weil das ist es halt eben nicht. Und deswegen finde ich es super schön, dass du das hier auch nochmal sagst. Und ich finde auch den Weg sehr schön, dass du sagst, es tut mir jetzt gerade nicht gut und ich entfolge den Leuten, weil
Auch das dürfen wir bedenken, ne? Instagram, früher war es halt wirklich unser direktes Umfeld, das wir halt so bei uns haben, die uns sehr, sehr beeinflusst haben. Heute beeinflusst uns halt auch unheimlich Instagram und die sozialen Netzwerke. Na, also, dass man sich da auch mal überlegt, hey, was tut mir eigentlich gut und was nicht, was triggert mich und vielleicht darf ich ihn ein Stück weit loslassen, erstmal, bis ich mich selber gestärkt habe. Ja. Ja. Und was ich auch noch zu dem vorhin ergänzen wollte, dass wie sich mein Körper verändert hat. Also ich dachte auch immer, ich werde wahnsinnig dick durch das Ganze und ich werde einfach nicht mehr die Sophia sein, die ich sein möchte. Und diese Angst hat immer jeder gesagt, das passiert nicht. Du wirst nicht so viel zunehmen. Und ich habe es nie geglaubt. Und ich finde immer so, wenn man es dann selber macht, dann. Und es war einfach bei mir auch nicht so. Und das finde ich immer so verzwickt. Also ich habe immer nur es geglaubt, wenn ich es selber durchgemacht habe. Und ich habe oft nicht anderen Leuten geglaubt. Und dann hat sich doch wieder die Realität um mich herausgestellt, sage ich mal. Also auch ich bin absolut nicht dick geworden, sage ich mal. Überhaupt nicht. Also ich finde auch, wenn man zunimmt, dann muss es nicht immer heißen, dass man schwabbelig aussieht, was man so das Gefühl hat. Irgendwie verrückt auch, ja. Also vielleicht auch noch so als kleiner Mutgeber. Ja, finde ich auch sehr schön. Also auch ich hatte halt früher immer nur so diese, ich dachte auch, es gibt nur zwei Wege, ne? Entweder so Kontrolle und schlank sein und definiert sein oder Kontrollverlust und eigentlich Zunahme und dick sein, ne? Aber das ist halt eben genau nicht der Fall. Ja, genau. Okay, möchtest du vielleicht noch mal so ein bisschen was zu deinem Verhältnis heute zum Essen erzählen? Du hast schon so ein paar Punkte angesprochen, aber vielleicht noch mal so ein bisschen zusammengefasst. Ja, also mein Ziel war es, sage ich mal, intuitiv zu essen und vor allem wieder zu lernen, wann habe ich Hunger und wann bin ich satt, weil das hatte ich gar nicht mehr, also ein Hunger- und ein Sättigungsgefühl. Und ich finde auch, je mehr ich zugelassen habe zu essen, umso schlimmer wurde es einfach mal am Anfang. Also ich hatte immer das Gefühl, okay, ich muss jetzt ganz viel essen, um das irgendwie zu schaffen. Und es hat mich dann aber, also es ging ja dann auch in die Fressanfälle über, sage ich mal. Und es war dann aber auch nicht der Weg. Und heute ist einfach ein Gefühl, dass ich, keine Ahnung, ich kann intuitiv essen. Ich esse dann, wenn ich Hunger habe. Und ich kann auch mal sagen, nee, ich bin jetzt satt, ich höre jetzt einfach mal auf und warte vielleicht einfach mal 30 Minuten oder ein bisschen. Und wenn ich dann noch Hunger habe, dann esse ich einfach noch was. Ich habe auf jeden Fall wieder angefangen, viel regelmäßiger zu essen, auch nicht mehr erst nachmittags ein Snack, sage ich mal. Und vor allem, dass ich gar nicht mehr Low Carb esse. Und darauf, das finde ich, glaube ich, da bin ich am allermeisten stolz drauf, weil, dass ich mal sage, Kartoffeln oder auch Reis und so meine liebsten Speisen, sage ich mal, hätte ich halt nie gedacht. Also. Ja, ich esse halt, also da muss ich auch wirklich sagen, da habe ich auch ganz viel meinem Freund zu verdanken, weil der irgendwie, der hat halt immer normal gegessen, sage ich mal, und der zeigt mir aber auch immer wieder, was bedeutet normal und sagt, komm Sophia, wir essen jetzt das und dann denke ich mir wieder so und dann zeigt es mir wieder so, okay, das ist auch, also das macht einfach glücklich und das essen wir jetzt. Also so dieses, ich konnte einfach diesen Zwang einfach ablegen und nicht nur High Protein und Salat und das, was Nährstoff, was gute Nährstoffe mir bietet, sondern auch das mal, was ich, auf was ich Lust habe. Ja. Und auch das war ein Prozess. Ne? Also Ja. vielleicht hat das auch noch mal betont, weil ja, ich weiß auch hier, dass ganz viele Frauen diesen Zustand am liebsten jetzt hätten, wenn sie gerade den Weg sozusagen beginnen. Ja, dass das einfach auch noch mal wirklich rüberkommt. Das Ganze ist ein Prozess und es ist immer ein Stück weit loslassen und ein Stück weit zurück zur Normalität kommen. Ne? Und ich finde auch, anfangs ist es immer schlimmer, als es, also ich finde, man muss so ein bisschen die Hürde überspringen, sag ich mal, und dann verbessert es sich aber längerfristig. Also ich habe anfangs einfach zugelassen, dass ich jetzt einfach mal Kohlenhydrate esse und Schokolade und das war aber auch ein Ausmaß, das auch wieder nicht normal war, weil es einfach zu viel war, aber weil ich so die Gier danach hatte. Und irgendwann, wie schon bei den Fressanfällen, hatte ich einfach keine Lust mehr darauf. Und das hat sich dann alles wieder so, sage ich mal, eingependelt. Und vor allem aber auch, weil ich einfach gelernt habe, dass
ein Körper von der Frau einfach auch Kohlenhydrate und Fette braucht, um funktionsfähig zu sein, und dass auch diese Nährstoffe den gleichen Stellenwert haben wie Protein. Also es ist einfach alles drei wichtig. Und als ich auch versucht habe, immer alles drei in einer Mahlzeit zu essen, habe ich auch ein viel besseres Sättigungsgefühl erreicht und auch so dieses, dass ich einfach zufrieden bin. Weil oft habe ich auch gegessen und ich hatte das Gefühl, okay, ich habe gar nichts gegessen. Und es waren auch Mengen an Gemüse, das glaube ich, kann ich heute gar nicht mehr essen. Also auch von diesem High-Volume-Food bin ich irgendwie weggekommen. Aber das war alles ein Prozess und Stück für Stück. Und ich finde, da darf man einfach nicht aufgeben und muss irgendwie konsequent sein und immer das Beste daraus sehen. So, ja. Jetzt hast du eigentlich schon so viel Mehrwert eigentlich herausgegeben. Vielleicht trotzdem nochmal, vielleicht gibt es etwas, was du an dieser Stelle vielleicht Frauen gerne sagen würdest, die sich dort gerade befinden, wo du dich befunden hast. Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass irgendwie es gibt so, so viele Wege zum Ziel. Und wenn irgendwie ein Weg nicht entspricht und dir nicht passt, dann muss man irgendwie nicht nach vorne schauen und irgendwie eine andere Alternative suchen. Also ich finde einfach, man darf niemals aufgeben. Das ist so ein bisschen mein Lebensmotto auch. Und dass man auch alles erreichen kann, was man möchte. Und dass jeder irgendwie ein Leben verdient hat, das man leben will. Also keiner muss irgendwie in einer Essstörung oder mit einem Sportzwang leben. Und wird einfach ganz, ganz arg viel Mut machen, und dass auch ich mal an dem Punkt war, wo ich mir so dachte, okay, ich will einfach mal sagen können, ich habe das irgendwie alles geschafft und habe das irgendwie alles hinter mich gebracht, und ich bin mir irgendwie ganz arg sicher, dass es jeder schafft auf seine individuelle Weise und so schnell oder so langsam, wie es für ihn halt einfach passt, und dass es aber auch immer wieder einen Rückschritt gibt und der dich aber auf eine Art und Weise nach vorne bringt, wo man gar nicht irgendwie denkt, sage ich mal. Und ich finde auch, dass ich die Zeit als Au-pair in den USA niemals als schlecht empfinde für mein Leben. Das war für mich immer noch die tollste Zeit, die ich erreicht habe. Und das war so eine lehrreiche Zeit. Und hätte ich den ganzen Prozess nicht durchgemacht, wäre ich jetzt gar nicht da, wo ich aktuell bin, würde ich mal sagen. Also das hat mich auch ein Stück weit ganz arg viel selbstbewusster gemacht und stärker. Und auch wenn ich jetzt eine Challenge habe in meinem Leben, dann weiß ich irgendwie, ich schaffe es immer. Und ich will einfach nur ganz arg viel Mut machen. Und wenn die eine Option nichts ist, dann einfach die andere versuchen. Und ja, also Soul Food war einfach so das Allerschönste, das ich gemacht habe. Und ich bin einfach noch jeden Tag dafür dankbar. Und ich weiß noch ganz genau, als du gesagt hast, dass es irgendwie so erst der Anfang ist von so einer Reise, dann hätte ich das nie gedacht, aber irgendwie baue ich jeden Tag, auch jetzt noch, es ist jeden Tag irgendwie so ein Stück, dass ich mehr dazu gebe, sage ich mal, zu dem ganzen Prozess. Und auch ich bin, glaube ich, noch nicht am Ende. Also weil, wie ich gesagt habe, dass ich ja aktuell noch das Ziel habe, meine Periode zu bekommen. Und auch das ist nochmal so eine Herausforderung und Challenge, die ich machen muss, aber wo ich ganz genau weiß, dass ich es auch irgendwann schaffen werde. Ja. Ein wunderschöner Abschluss. Auch nochmal hier betont, dass, ja, was wir so häufig denken, dass eigentlich die Punkte, die noch nicht perfekt sind oder wenn wir gefühlt Rückschritte machen, dass es halt eben eigentlich Wachstum ist. Ne, dass das genau die Punkte sind, wo wir noch stärker werden können oder über uns hinaus wachsen können. Dass hier Punkte sind, die eigentlich einfach noch geheilt werden möchten, und auch hier, dass wir da nochmal neue Gedanken zu aufbauen dürfen. Wunderschöner Abschluss. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Ich glaube, dass du ganz, ganz vielen Frauen an dieser Stelle noch Mut machen konntest, die sich mit dir identifizieren können. Und von Herzen danke, dass du dabei warst. Ja, wie gesagt, es war mein erster Podcast, und es ist einfach was mir ganz arg am Herzen liegt, dass auch ganz andere Frauen oder viele Frauen das auch schaffen und dich irgendwie finden und den Mut haben, das irgendwie zu machen und zu schauen, wo die Reise hinführt irgendwie. Also, ja.
Vielen, vielen Dank. Okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ja, dann möchtest du irgendwas noch sagen oder haben wir alles soweit? Okay. Sagt soweit. Okay, ja, dann würde ich die Folge beenden. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann könnt ihr sehr, sehr gerne bei Instagram schreiben. Einfach eine private Nachricht oder wenn ihr auch mit Sophie vielleicht, wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie mir super, super gerne. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und dir nochmal vielen, vielen Dank fürs tolle Gespräch. Komm.